Liebe Brüder und Schwestern, liebe Mitfeiernde an den Fernseh- und Radiogeräten. Wir haben in der Lesung gehört, dass Josua sein Volk ins gelobte Land führt. Er hat sie hinübergeführt über den Jordan und der Herr hat das Seinige getan, dass sie trockenen Fußes dort ankamen. Die Seinen will der Herr auch heute noch führen, dich und mich. Sein Volk, das ihm gehört, für das wird auch heute noch sorgen und sie über den Jordan ins gelobte Land führen, in das Land, das uns versprochen hat, und über den Tod hinaus hinüber in dieses gelobte Land. Und er wird auch, wie er damals das Wasser zum Stillstand brachte, alles beseitigen, was uns daran hindert, zu ihm zu gelangen. Denn für die Seinen, die ihn lieben, wird er alles tun, um sie bei sich zu versammeln. Und deshalb dürfen wir uns als Getaufte, die wir in seiner Gemeinschaft sind und zu ihm gehören, uns darüber freuen, dass er uns alle Hindernisse wegräumen wird, wenn wir sie ihm eben geben. Petrus fragt hier Jesus, wie viel Mal muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich schuldig wird? Siebenmal oder sieben? Da sagt Jesus 77 Mal halt immer. Weil eben der Herr immer bereit ist für uns und uns alle Schuld wegnehmen will. Wir brauchen nur die ersten Zeilen der Heiligen Schrift zu lesen. Was sagt der Herr zu Adam und Eva? Adam, wo bist du? Ja, ich bin nackt, kann mich nicht zeigen. Dann gibt er ihnen Kleidung. Was sagt er zu Kain? Ja, ich bin in Schuld. Wenn er fragt, wie ist dein Bruder Abel? Bin ich denn der Hüter meines Bruders? Die Schuld ist zu groß, ich kann nicht mehr leben. Da gab er ihm ein Zeichen. Schon am Beginn der Schöpfung, wo der Mensch versagt, zeigt er, dass er für den Menschen sorgen will. Auch für den Gefallenen, auch für den kranken Menschen. Es gäbe ein Philippus-Evangelium, so habe ich gelesen, das viele Jahrhunderte später natürlich geschrieben wurde und als Apokryph neben nicht in die Heilige Schrift aufgenommen wurde. Aber da wird erzählt, dass Jesus mit seinen Jüngern in eine Färberei gegangen sei, 72 Stoffe genommen habe und sie in den Kessel gelegt und dann seien sie alle weiß gewesen zum Schluss. Und da hätte er zu ihnen gesagt, dazu bin ich gekommen, um euch wirklich reine Kleider zu geben. Das ist meine Sendung, euch zu kleiden, wie Menschen, die würdig sind, dieses gelobte Land zu erreichen. Und euch will ich hier alles geben. Wir verstehen es sehr gut, wenn es darum geht, Müll zu trennen. Wir wissen, wo das Eisen hier gehört, der Plastik und was immer da mal zu sortieren hat. Und wir wissen, den Müll heute gut zu entsorgen. Wir haben das schön eingerichtet. Entsorgen wir aber auch den Müll unseres Herzens, die verballten Herzen, die eitrigen Wunden unserer Seele, den stinkenden Rost, der sich angesetzt hat im Laufe der Jahre. Tun wir das auch? Es gibt eine Geschichte eines Mannes, der im Zweiten Weltkrieg sehr viel mitmachen musste und letztlich
in die russische Gefangenschaft kam. Er hat diese Gefangenschaft überlebt. Mit viel Mühe gelang es ihm, wieder nach Hause zu kommen, hat eine Firma gegründet, eine Familie gegründet, hat liebe Kinder gehabt, eine gute Frau geheiratet und es war alles sehr gut. Aber wie er älter wurde, hat ihn das Gewissen gedrückt. In dieser Gefangenschaft hat er manchem schwächeren Gefangenen das Essen weggenommen, um zu überleben, auf Kosten anderer. Und er muss die Tatsache akzeptieren, dass die Zeit solche Wunden ganz einfach nicht heilt. Und dass wir diese Wunden nicht einfach übergehen können. Ich erinnere mich an manche Gespräche so alter Kriegsteilnehmer, die so an manchen Gräueltaten beteiligt waren, die dann im Alter darunter schwer gelitten haben. Und wie viele Frauen und Männer leiden heute, wenn sie älter werden, an Abtreibung oder anderen Dingen. Und die Zeit heilt diese Wunden nicht, sondern die heilt nur er. Und er kann das. Und erst dann, als sie wirklich im Bußsakrament bereit waren, dazu zu stehen, um ihm diese Schuld zu übergeben, da wurden sie wirklich frei. Und er ist es auch, der uns in jeder Eucharistie einlädt, mit ihm dieses Kreuzesopfer dem Herrn zu bringen, dem Vater darzubringen, für unsere wirklich Hindernisse, die uns daran eben wieder zurückhalten, in dieses gelobte Land zu kommen. Und in jeder Eucharistie und in jedem Sakrament gibt er uns neu die Hand und sagt, komm, du gehörst zu mir, ich führe dich dorthin. Diese 10.000 Talente, die hier angeführt werden bei Matthäus, waren eine Summe unvorstellbarer Höhe. Ein königlicher Beamter hätte die nie zurückzahlen können, wenn er noch so einen großen Gehalt gehabt hätte. Das wären, habe mal gelesen, gegen 600 Millionen gewesen. Und dabei sind 100, und dabei ist die Schuld des Dieners sehr gering. Und deshalb ladet uns der Herr auch immer wieder ein, aufs Neue wirklich so zu handeln, wie er an uns immer wieder handeln will. Mahatma Gandhi, dieser große Mann, gestand einmal, dass er in der Jugend Schulden gemacht habe. Und dieser Mahatma Gandhi stahl dann dem Vater ein goldenes Armband. Und dann hat er sich entsetzlich geschämt. Und weil er ihm die Schuld nicht sagen konnte, hat er es ihm aufgeschrieben. Und wie er vor dem Vater stand und zitterte, so erzählt er, hätte der Vater ihn liebend angeschaut und den Zettel zerrissen. Und von dort weg hätte er seinen Vater so richtig schätzen gelernt. Ich denke, dieser Mann, der kein Christ war, zeigt uns, dass in der Vergebung und in der Versöhnung jenes Heil liegt, das eben der Vater uns immer wieder zeigt und gezeigt hat. Und nicht umsonst hat dieses große Anliegen, dieser liebe Jesus, seine Jünger gelehrt, dem Vater unser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Amen.